Hallöchen und herzlich willkommen zurück. No one survived. So. Ja, ich bin gerade am Bäume fällen. Ist das angenehm, Leute. So viel Platz im Inventar zu haben, dass man hier mal einen vernünftigen Baum gleich komplett mitnehmen kann, ist schon mega nice. Ich habe schon ein paar Baumstämme reingestopft, dass wir zumindest mal die Foundations hier irgendwie fertig bekommen. Wird aber sehr gerne gleich nochmal eine Loot-Tour mit euch machen wollen. Wenn hier... Wie viel fehlen jetzt? Zwei Baumstämme? Waren hier noch welche drin? Hier so? Ja, natürlich einer, ist ja klar. Dann fehlt noch einer. Ja, wir hauen wir hier nochmal schnell... So ein Stumpf um, da müsste eigentlich auch noch ein Stamm rauskommen. Ich habe ein paar Pfeile gemacht, und zwar in dem Verarbeitungstisch. Kann es sein, dass man diese Fertigkeitspunkte nur bekommt? Kann ich euch ja gleich nochmal zeigen. Ist hier noch ein Stein? Ja, oder? Ist doch ein Stein, oder? Ja. So. Ach. Fundamente erstmal schon mal fertig. Haben wir ein bisschen Platz. So, wenn ich jetzt hier noch einen Stein rüberpacken würde, könnte ich noch mal einen Pfeil herstellen. Er zeigt dir hier auf der rechten Seite gleich an. Maschinenbau. Fertigkeitskompetenz steigt. Dass ich die nur bekomme, wenn ich das in der Werkbank baue. So, warte mal, was ist denn jetzt hier Phase? Hier ist da auch noch vier Steinpfeile. Ja, nimm mal einen Stack mit. Und zwei der guten Stahlpfeile. Lässt sie hier. Wir ziehen nochmal los, holen ein bisschen Krams. Machen mal die Lootrunde drüben auf der Seite fertig. Das hier erstmal nur das erste Provisorium. Von der Base. Ich würde dann wahrscheinlich da drüben, also ziemlich in der Nähe, hier nochmal eine vernünftige Basis aufbauen. Die soll erstmal nur dazu dienen, dass wir vielleicht hier über die ersten paar Nächte kommen. Ich kann hier zum Beispiel kann ich gar keine Foundation einsetzen. Klappt das jetzt vielleicht? Warte, wo ist denn ein Bauhammer? So. Ne, das snappt jetzt mal. Aber ich kann hier leider nichts anbauen. Dann würde ich vielleicht gern... Können wir eine Treppe, dass ich hier ein bisschen angenehmer hochkomme und die Zombies auch, ne? Lass ich für die erste Nacht mal sein, aber ich habe irgendwo hier angespitzte Holzpfähle gesehen. Die müssen natürlich dann noch hier irgendwie hier vor. Da würde ich schon mal ein paar setzen wollen. Ja. Schon so irgendwie. Die werden uns die erste Nacht als Verteidigung dienen. Wir haben Tag 4. Ja gut, bisschen Zeit wäre noch. Was ist denn jetzt mit Abbau? Dann würde ich erstmal so machen. Ich würde gerne das Bett noch umsetzen. Strom gedrückt halten, abreißen. Da kriege ich die Materialien, kriege ich ja wieder. Dann würde ich nämlich die schon mal großzügigerweise, weiß ich nicht, hier vielleicht vor die Kiste setzen. Müssen erstmal ein bisschen, oh, platzsparend bauen. Strohmatte, da bleibt es erstmal. Ja, die passt gut hier vor. Sehr gut. Dann sollte ich hier auch nochmal Wiederherstellungspunkt festlegen. Okay, dann spawnen wir schon mal hier oben. Dann kann ich jetzt hier noch Außenbereich. So. Und dann mache ich dann später hier natürlich auch noch zu. Aber die baue ich, ersetzen kann ich es ja schon mal. Darf ich bloß erst dann bauen,
fertig bauen, wenn ich drin bin, so ganz zum Schluss vielleicht. Und ich werde noch eine dritte Reihe vorsetzen. Jetzt ist die Frage, kommen die direkt von vorne? Wenn die von hinten kommen, bin ich sowieso am Arsch. Oh, hier ist natürlich auch noch. Die könnten hier hochspringen, ne? Musste vielleicht hier den Baum nochmal umhacken, der stört gerade ein bisschen. Das ging schnell. Was kommt da raus? Verschwindest du jetzt, oder? Ah ja. Wie es hier in der Luft schwebt. So, ne? Okay, das wird natürlich auch noch mal ein paar Minuten dauern, aber wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir zwei beiden gehen jetzt noch mal los. Organisieren noch mal ein bisschen Loot. Ich würde gerne die kleine Ecke da vorne freimachen, bevor wir uns dann auf dieser Brücke. Ja, wie er schnell außer Atem ist. Wie sieht es denn überhaupt aus mit deinen Werten? Wasser hatten wir uns abgekocht. Oh ja, trink doch mal eben einen Schluck. Vielleicht beruhigst du dich dann nochmal wieder. Gönn ich dir. Ach, jetzt habe ich den Stamm mitgenommen. Warte. Den schmeiße ich jetzt einfach nochmal hier hin. Oder pack den in die Kiste. Ne, Kiste wird voll sein. Ja, oh Gott, er ist so schnell außer Atem und es dauert so lange, bis er seinen Kram wieder aufgedröselt hat. Lass das mal hier, umso mehr Loot kannst du mitnehmen. So, jetzt zisch mal aber los. Wie ich schon wieder auf der Lunch-Taste drauf rumhacke. Lass ihn doch erstmal komplett aufbauen wieder, bitte. Gut, ja, des Weiteren haben wir noch so ein klein bisschen Malaria. Da habe ich jetzt keinen Plan, wie, wie schlimm das für uns wäre und ab wann wir da irgendwie Leben verlieren. Im Augenblick sieht Leben noch gut aus. Oh, wir müssen hier lang. Über meine Lieblingsstelle. Irgendwann falle ich nochmal hier runter. Sag's, wie es ist. So, wie stelle ich meine Munition für den Bogen? Kann ich das überhaupt? Nimmt er das, was oben im Inventar ist, zuerst? Ich weiß es nicht. Wird ja schon ganz gerne erst die Holzpfeile durchblasen. Was? Oh. Wer ist sie denn wieder? Ja, kommen Sie mal hier hin. Ja, jetzt macht die hier den Klettermax. Entscheide dich. Aha. Na, hier hat eine Freundin dabei. Ui, der hat gesessen. Nur mal kurz was abchecken, weil hier, oh, hier kann ich gar nicht mehr looten. Okay. Nicht, dass nach dem Einloggen der Loot wieder da wäre, aber eigentlich haben wir den Loot Refresh ausgestellt. So, warte mal, wo bin ich stehen geblieben? Da hinten in der großen Scheune haben wir beim letzten Mal angehalten. Das heißt, wir machen da mal weiter. Die Tür auf einmal zugeht. Hier in dem Haus waren wir auf jeden Fall schon drin. Ich gehe mal lieber außen rum, da habe ich mehr Platz. Oh,
Hier sind aber wieder viele Zombies, die spawnen dann nach. Oh, scheiße. Warte mal. Moment. Ich muss jetzt nicht jeden Zombie auf der Map killen. Erstmal. Später gerne, wenn wir hier mit einer fetten Waffe und Munition rumlaufen. Du hast mich gesehen, ne? Okay, dann würde ich dir mal einen aufs Auge brezeln. So. Oh, da wirst du schon nervös, wenn der auf einmal auf dich zuläuft. So. Und lass mal gucken, was wir jetzt hier noch liegen gelassen haben. Ja, gut, ob wir jetzt als erstes nochmal einen Topf brauchen, weiß ich nicht. Jo, hier war die Spitzhacke, die nehme ich sehr gerne mit. Für die bin ich ja unter anderem auch hier. Damit wir uns selber mal ein paar Steine klopfen können. Das war leer. Und Festkind noch? Nee, aber hier kannst du looten. Da ist schon wieder einer, der Stress machen will. Alles nehmen kann man ja leider nicht, ne? Aber so ein paar Samen können wir bestimmt gebrauchen, um dann mal anzupflanzen. Ist jetzt vielleicht noch nicht ultra wichtig. Aber was wir haben, das haben wir. Okay, die sind leer. Da draußen stapeln sich schon wieder Zombies. Geh mir nicht am Sack. Looten. Oh Gott. Alter. Boah, hab ich mich verjagt, ey. Junge, der ist auch noch schnell, wie sonst wird. Ich nehme mal einen Speer. Ich stech dich ab. Wenn du mich erschreckst. Bist du tot? Nö. Ausdauer. Ins Knie. Alter, wie stabil. Ach du Scheiße. Oh. Also mein Ausdauermanagement ist wirklich noch scheiße und so ein Speer geht ultra schnell kaputt. Junge, Junge. Hat mich jetzt schon ein bisschen erwischt. Oh Gott. Da müssen wir unbedingt besser aufpassen. Wir vor allem. Ich vielleicht auch. Aber der hat sich auch angeschlichen, der Schweinebraten. Na ja, gut, wir lernen ja noch, ne? Da draußen ist der nächste Onkel. Ich höre, der steht schon wieder fast neben mir, oder? Also Bogen ist auf jeden Fall die Waffe meiner Wahl. Okay, hier Fässer können wir nicht. Warum? Ach so, ich bin halt nicht ausgeruht, ne? Deswegen habe ich wohl auch so wenig Ausdauer. Gib mal einen Bogen hier. Oh, ein Stöffchen dabei gehabt für uns. War doch Stoff, hä? Können wir hier? Ne, Müll nicht. Wo ist denn hier alles? Jetzt hier in der Bude ist nichts, ne? Ne. Okay, so ein Seil oder so? Nein. Guck mal, die haben hier Grillparty gemacht in ihrer Feuertonne. Mit Lautsprechern. Erstmal Loot in die Tasche stoppen. Hier ist nochmal ein Werkzeugkasten. Oh, Munition. 9 mm. Oh, die ist leer. 9 mm Munition, sehr geil. Stromkästen, so die Bude haben wir auch durch. Das heißt, die Ecke hier wäre komplett gelootet. Dann würde es quasi, da ist die Brücke, in dem Haus hier weitergehen, ne? Ja, nehmen wir noch mit, gucken wir noch mal rein. Oh, da hinten ist ja noch richtig viel Krams.
Bisschen Platz haben wir aber noch. Oh, hier wohnt wer. Was hast du jetzt? Du sollst den Speer nehmen, bitte. Okay. Er kommt nicht durch die Tür, aber ich kann ihn abstechen. Das ist nice, das nehme ich mit. Scheiße. Aber ich muss... Ich bin schon wieder... komplett außer Atem. Boah, das geht so schnell. Versuche mir jetzt mal den Kopf zu stechen. Irgendwie finde ich das mit dem Speer echt schwierig. Na, ich glaube, es hat geklappt. Wie er nicht durch diese Schwingtür kommt. Ist aber auch ein unfähiger Zombie. Oh. Klamotten. Endlich mal was zum Umziehen. Schon langsam ein bisschen stinkig unter der Achseln. Nach 4 Tagen. Oh. Wie groß ist denn das? Warte mal, das kriegen wir rein. Jacke. Kältewiderstand und solche Geschichten. Vielleicht auch nicht unwichtig. Irgendwann wird es wahrscheinlich auch mal ein bisschen kühler werden. Handschuhe. Weiß gar nicht, ob wir da direkt noch was von anziehen könnten. Mal gucken, ob hier nichts auf uns lauert. Die Kommode war ein Loot-Container, ne? Oh ja, hier, guck mal, das stecken die? Natürlich nicht. Okay, jetzt haben wir gleich schon mal das erste Problemchen. Ich würde mal sagen, einen Stock kannst du da lassen. Jetzt müssten wir mal... Oh mein Gott. Bisschen was basteln? Ach du Scheiße, das passt alles nicht. Aber die hier würden gehen. Dreh die mal. Werkzeugkiste würde ich jetzt schon mitnehmen wollen. Ich sag, wie es ist. Hier oben ist alles voll. Gott, ist das ein Tetris. Mach das mal erstmal hier hin, dann kannst du das da hochschieben. Das so. Hier die Muni rein. Die gedreht hier hin. Ja, nice. Empfindliche Teile. Ja, die Kiste. Scheiße, wie sie einfach nicht reinpasst, oder? Ich krieg meinen Stoff nicht mit. Auf jeden Fall nehme ich die Batterie. Boah, genial. Okay, wir sind voll bis zum Anschlag. Leider jetzt schon. Oh Gott. Okay, wir werden hier dann beim nächsten Mal weitermachen müssen. Ich lasse jetzt auch erstmal nichts hier. Also jetzt vielleicht schon, aber ich sortiere jetzt nichts aus. Bis auf so einen Stock mal. Oh, hier ist alles leer. Was ist das denn? Wer weiß, was ich noch alles brauche. Dann gehen wir jetzt lieber nochmal zurück. Oh Gott. Dein Ernst? Ja. So, also ein paar einfache Teile hätte ich vielleicht noch mitgenommen, falls wir nochmal eine Kiste brauchen. Okay, dann kannst du dir merken, den oberen Stock. Dann musst du nochmal hochgucken. Warte mal, und hier hinten ist ja auch noch was, ne? Hier ist nur das Klavier. Zwei Waffen und die obere Etage müssen wir noch machen. Soll ich sinnloserweise hier mal reingucken? Ah, hier ist nichts drin. Okay, wir zischen jetzt auch los. Ich kann eh nichts mehr mitnehmen.
Dann geht's erstmal zurück nach Hause. Schon bald wieder dunkel. Dann lass uns lieber schon mal die Verteidigung noch ein Stückchen aufbauen. Wir gucken mal, ob wir noch irgendwas zu essen an den Start bringen. Den Guten mal ein bisschen verpflegen. Und der Frosch im Hals ist auch wieder mit da. Sehr wunderbar. Ja, wunderbar. Okay, ich hätte wirklich gern ein bisschen mehr Ausdauer. Ich sehe schon kommen. Erste Worte noch. Zombies spawnen ist hier auf der Brücke. Sehe, wo ich gerade laufe. Und dann muss ich den Arsch ganz schön einziehen. Aber mal gucken, wie ich es schaffe. Ob ich hier hinten habe ich eigentlich keinen Bock, auch nochmal Verteidigung zu setzen. Aber gut, wenn es sicherer wäre, ist auf jeden Fall, ne? Naja, schauen wir mal. Gut, dass hier noch ein bisschen Platz ist. Was kann ich denn überhaupt? Was kann ich denn überhaupt anziehen? Vielleicht noch von den Sachen. So einiges, ne? Ich habe ja nur ein Unterhemd an. Schuhe, Lederschuhe. 17, 2, 15. Das sind genau dieselben. Okay. Man nimmt das nochmal zurück. Das kannst du nämlich anziehen. Ein T-Shirt. Ich weiß nicht, T-Shirt, Unterhemd. Ob das irgendwie einen Unterschied macht. Können wir uns ja mal angucken. Eine Baumwollhose. Die probieren wir gleich nochmal aus, die Spitzhacke. Ja, guck mal, was du dir überstreifen kannst. Wollte ich nicht. Was soll denn das sein hier eigentlich? Okay, also das hier. Okay, dann ist das auch. T-Shirt ist auf jeden Fall ein Tickchen besser wie das Unterhemd. Hitzebeständig minus 30. Okay, also ja. Noch sind es locker 19 Grad. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel Hitze, Kältewiderstand gerade brauchen. Geschwindigkeit minus 1. Okay. Freizeithose. Was kann man hiermit machen? Zerlegen könnte man das auch zu Stoff. Ich glaube, das zerlege ich mal. Achso, da brauche ich ein Messer. Warte mal, vier. Junge. Feiner Stoff. Aha. Guck mal an. Ja, das würde ich vielleicht nochmal hier reinpacken. Dann, wie sieht's denn aus? Die Dosen halten echt lange. Ja. Was hast du hier noch drin? Hier ist noch eine Dose. Ja, wir machen uns gleich mal irgendwas heiß. Allerdings, würde ich jetzt auch gerne ein paar Sachen zusammensortieren. Baumwolle. Kochplatte weiß ich nicht. Hier ist noch ein bisschen Platz für die Teile. Aluminium, Kohle. Hier ist noch ein Verband. Die stecken ja leider auch nicht. Oder? Nee, eigentlich stecken die nicht. Nee. Das ist ein bisschen schade. Oh, Handschuhe hast du ja auch noch gefunden. Ach, das sind die. Ah, sehr gut. Das sollten Hände sein. Ich habe es nicht erkannt.
So, ja, hier ist ja schon mal relativ voll. Hier wäre jetzt noch eine Batterie. Oh, warte mal, die stecken aber, ne? Ja, Tatsache. Okay, dann musst du ein bisschen aufpassen, was du reinpackst. Ja, Kupferklumpen. Haben wir hier zumindest noch nicht drin. Eisen? Die Kiste ist so voll gequetscht, Leute. Munition. Na, das hier ist ein bisschen unglücklich irgendwie. Mach mal so. Schon wird es mit dem Platz wieder ein bisschen knapp. So, das dann hier hin. Munition kriegst du jetzt hier schon nicht mehr so wirklich rein. Warte mal, hier musst du mal irgendwie was umbasteln. So. Das wäre erstmal okay für mich. Mehr kriegen wir in die Kisten jetzt nicht rein. Doch, hier geht noch was. Ah, wir werden nochmal fast komplett leer. Das ist nice. Essen machst du dir jetzt noch? Oh Gott, wenn ich das später mal alles sortieren muss, werde ich auch verrückt. Ich sag's dir. Wahrscheinlich kann ich auch noch irgendwas stacken. Ich hab's jetzt direkt nicht gesehen. Holzkohle? Wo hast denn die jetzt hingepackt? Kohle. Ach so, das ist nochmal ein Unterschied. Holzkohle und Kohle. Gut von mir aus. So. Du wolltest dir was zu essen machen. Machen wir hier die Dose heiß. Bevor wir jetzt pennen gehen. Ach ja, ein bisschen Wasser kochst du dir bitte auch nochmal ab. Du kannst ja hier nochmal 2 Einheiten holen in der Pulle. Pikanter Obsteintopf. Der knallt aber ganz gut rein hier, ne? Ich habe jetzt hier noch Motivation dazu. Die hätte ich, glaube ich, auch durch Schlafen gekriegt. Ja, du musst noch mehr essen. Nochmal eine Dose. Ich hole mal schnell Wasser. Ah, gibt einen Essensbuff da oben, neben der Malaria. Wie ich jetzt allerdings die Malaria wegkriege, keine Ahnung. Ich muss mich auch mal waschen. Ist da jetzt was drin? Nee, warte mal. Jetzt ist was drin. So, waschen F. Ich hoffe, das Feuer brennt noch lang genug, dass ich jetzt nochmal Wasser abkochen kann. Wir müssen uns auf jeden Fall einen Speer machen. Denn der ist ja fast hinüber. Ich weiß nicht, so ein Speerfreund bin ich nicht. Aber wenn der wirklich mal einer dich überrascht. Das war nur ein Baum. Ich dachte, da hinten bewegt sich was. Wenn dich wirklich mal ein Zombie überrascht, dann brauchst du eine Nahkampfwaffe, ne? Das geht nicht ohne. Vielleicht können wir ja demnächst auch mal irgendwie was Geileres bauen. Der Speer gefällt mir echt gar nicht. Quatsch. Lagerfeuer. Ich habe nicht auf Kochen gedrückt, glaube ich. Dann machen wir das Dreckwasser gleich rein. War hier noch ein Baumstamm drin? Nice, Floki. Hast du gut gemacht. Wir müssen mal einen Baumstamm holen. Gerade das Feuer ausgegangen. Ich dachte, es brennt ein Tickchen länger. Macht's nicht. Gut, wir brauchen eh noch ein paar Stämme. Haben wir hier den? So, stumpf weg. Gleich mal ein paar mit rüber, die kannst du, so was du tragen kannst. Das war's schon.
Kannst du ja erstmal in die Werkbank packen. Oder wir stopfen sie schon mal in die Spikes. Wie viel brauchst du ein Spike hier? Kann ich das überhaupt? Drei Baumstämme, okay. Und wir müssen natürlich für Munition sorgen, aber es ist auch erst Tag 5, also ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Gut, mach nochmal an, bitte. Wasser rein. Wo ist denn? Okay, das hat er abgebrochen. Tatsächlich. Und dann war es weg. Da bin ich ja froh, dass das Essen noch da war. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich das Wasser sonst gelassen haben soll. Also rennen wir jetzt nicht nur, um einen Baumstamm nochmal zu holen. Jetzt rennen wir auch noch ein zweites Mal, um Wasser zu holen. Verflucht noch eins. Da würde ich tatsächlich mal gucken nach Dingen, die wir dann so herstellen und bauen können. Nochmal bitte Wasser rein. Danke sehr. Komplett außer Puste ist. Aber wir schlafen auch gleich, beruhig dich. Oh, jetzt machen wir uns aber Wasser. Dann essen wir. Wir trinken nochmal einen Hieb und dann legen wir uns kurz aufs Ohr. Vorher würde ich allerdings noch mal kurz mit euch zusammen gucken. Hoppala. Dann würde ich vorher nochmal mit euch zusammen gucken, was wir hier. Aha. Oh, Eisenbarren. Okay, dann müssen wir Eisen schmelzen. Alter Schwede. Das ist wahrscheinlich jetzt noch nicht der Weg. Einfache Teile brauchen wir auch Eisenbarren. Pharmazeutischer Tisch. Über welchen Weg? Ja, da müssen wir hier über den Holzkohleofen gehen, ne? Schmelzofen. Um dann Barren herzustellen. Guck mal hier. Regenwassersammler. Auch ganz geil. Räucherständer, Tiergehege. Tiergehege? Geil. Das war ja noch nicht alles. Hier geht es ja noch ultra weit runter. Was haben wir hier? Stahlgeschichten. Ja, also erst Metallverarbeitung und dann müssen wir zusehen, dass wir bessere Sachen bekommen. Aber jetzt wird das Wetter auch wieder schlecht. Es regnet. Ihr Lieben, wir machen Schluss für die Folge. Ich werde mal pennen. Ich habe keine Ahnung, wie uns die Malaria weghaut. Oh Gott. Es tut mir leid, mein Bruder, aber wir hauen uns jetzt hier in den Regen einfach rein. Weiter geht's in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bedanke mich fürs Zuschauen und macht es gut. Bis denne. Tschüss.